Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sins of Solar Empire 2. Ja, nach all dem Gejammer, dass wir hier am Verlieren sind, sind wir mal im Angriff. Ja, yeah, sehr schön, endlich. Und wir können hier noch ein bisschen was erforschen. Haben wir alles, sehr schön. Machen auch noch mal ein bisschen. Und ey, für irgendwas brauchte ich Metall? Weiß ich noch? Ich weiß nur nicht mehr für was. So, wichtig ist halt, dass wir so schnell wie möglich die beiden Welten holen, weil dann sind wir so stark im Vorteil, dass wir hier im Vorteil sind. Ja, schaffen wir schon. So, die Sternbasis ist auf jeden Fall jetzt ein Monster. Ach ja, für den Planetenschild letztlich gern noch, aber den Sprungantrieb möchte ich haben. Research finished. So, und jetzt sparen wir mal Metall. Das sparen wir uns jetzt zusammen. Und holen uns hier einfach mal alles, was wir kriegen können. Erobern die Welt und danach die nächste. Er hat sich tatsächlich auch unannehmbare Festung geholt und Waffenlabor, aber das bringt ihm nichts. So. Metallmangel, ja, Metallmangel herrscht überall. Unsere Schiffe können wir noch weiter upgraden. Lassen wir das mal, wir haben Metallmangel. Und dann würde ich für... Ich glaube, das lohnt sich nicht mal mehr, auf die Schiffe zu ziehen. Auch wenn das Metallmangel-Problem lösen würde. Du hier? Gieß mal hier rein, wir wollen das Zeug. Und du? Greif mal mit an. Du genauso. Einmal den Planeten bombardieren. Halt, du gehst erstmal hier hin. Zeitvorrat bieten wir mal rauf. Und hier kaufen wir uns nochmal eine Gauss-Notfallplattform. Ah, haben wir schon Einheitenlimit. Schade. Können wir aber nochmal erweitern. Aber wir brauchen Metall. Für andere Forschungen. So. Über einen Metallmangel. Okay. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir auf nächstes setzen. Da gab es auf jeden Fall... Irgendwo gab es Einfluss. Eisenhaltige Verteidigung können wir erhöhen. Okay. Wo war Einfluss? Da. Da wollte ich raufsetzen. Unbedingt. So. Dann können wir hier auch anfangen, ordentlich noch Schiffe zu bauen. Die Zerstörer brauchen wir ein paar. Ah, Metall. Metall, Metall, Metall. Quickly. So, das machen wir auf die Bomber hier. Aber wir haben es gleich hier geregelt. Und den Planeten holen wir uns. Festung oder nicht, spielt keine Rolle. Das ist nur eine Frage der Zeit. So. Wieder vier Übernehmen-Fraktionen. Sprungfeldstabilisator. Okay, jetzt brauchen wir alles gerade nicht. Research finished. Einflusspunkte 6. Dann würde ich jetzt auch gerne hier weiter auf Waffenforschung gehen. Auch wenn wir ja eigentlich ganz viel Metall brauchen. Aber auf Anteros ist es geregelt. Ja, der wird runtergegrillt. Der Titan ballert mit. Der ist auf jeden Fall verdammt stark. Mobiles Regime können wir noch nicht hier reinsetzen. So. Haben wir bis zum Kern, heißt es, glaube ich. Dunkle Flotte, Turmausbau, okay.
Beschwört einen isolierten Teil. Da müssen wir sehr weit kommen hier. Wie das Phasentor-Prototyp. Probier ist natürlich noch besser. Da können wir Phasentore bauen und schneller springen. So, optimierter Bau. Okay, Strukturen. Abbaurate definitiv erhöhen. So, komplette Abriegelung. Abbau für Metall erhöhen wir. Besetzung Gasriese. So. Haben wir eine Welt, wo wir noch nicht alles gemacht haben? Ja. Aufbereitung. Flottenbasis, Defensivrelease. Kernschäler. Planetengegenstand Kernschäler. Ich glaube, müssen wir das doch erforschen, aber dann können wir ermöglichen dir, einen Planeten zu verzehren, nachdem du ihn aufgegeben hast, indem du ihn alle natürlichen Ressourcen beraubst, um eine riesige Menge an Ressourcen zu erzeugen. Der Planet ist dauerhaft zerstört. Ausgebeutete Ressourcen eine Menge. Das könnten wir auf jeden Fall machen. Und die Welt haben wir jetzt auch erobert. Sehr schön. So, Flotte 1. Ihr seid alle 1. Fehlt noch ein Schiff? Nein. So, schauen wir mal. Ihr springt alle hier hin. Und Flotte 1 springt ebenfalls. Und geht schon mal weiter. Hier müssen wir Metal. Dann gehen wir ja mal weg und dann kommt einmal lieber hier Metall rein. Dazu können wir Metall, noch mehr Metall holen. Den hier, den schönen Prototypen. Können wir noch irgendwo anders mit reinbauen? Hier vielleicht? Kostet auch ein bisschen Metall. Resonanzpunkte? Nein. Und dann können wir noch mehr Metall abbauen. So. Setzen wir mal rein. So, ihr seid hier im Kämpfen, weil ihr nicht mehr wegspringen könnt. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber jetzt springen wir einfach rein und holen es uns. Und ich schaue noch einmal kurz in Zukunftsorbit. Da können wir einfach hier rüber springen sogar. Aber das wird schon, wir, da ist bestimmt keiner mehr, wir holen dann noch Petronius und dann ist er abgeriegelt und ist im Nachteil definitiv dann. Einflusspunkte 6. So, umrüsten können die machen. Und hier Erfahrung durch Raumschiffabschuss. Klar, das erhöhen wir. Bewässer, Trümmerverwertung. Machen wir auch. Und da springen wir. Die gesamte Flotte. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Wir gehen rüber. Und jetzt bin ich so weit rausgezoomt. Gut, das hier ist natürlich keine Bedrohung für uns. Da können wir einfach nur rein und, naja, hauen es weg, was da ist. So, hier können wir auch einmal den hier bauen. Okay, Enemy Forces. Das ist egal, selbst wenn wir die Welt verlieren. Wir gehen dann einfach wieder zurück und holen uns den Rest. Das ist überhaupt kein Problem. Oder kann unsere Sternbasis schon springen? Nein, noch nicht. Ich würde jetzt gerne auch die andere Sternbasis upgraden, sodass die dann auch am Ende springen kann. Das wäre auch nicht schlecht. Lass mir das mal. Naturwolke. Machen wir ganz schnell hier. So, schauen wir uns mal die Übermacht hier an. Oh, das ist echt beeindruckend, wie stark wir sind.
Nach dem ganzen Gejammer vorher, man sieht hier einfach nur Schiffe. Ja, das ist egal. Sagen wir mal ehrlich, also da müssen wir echt nichts machen. Wir haben hier in Kiruna abgeriegelt, da kommt keiner durch. Und dann springen wir einfach zurück nach Anteros, holen es uns. Und dann geht es weiter nach Petrolius. Und dann ist hier alles schon mal geklärt. So. Research finished. Einflusspunkte erhöht. Sehr schön. Jetzt können wir auf 9 Stück kommen und somit die Defensivflotte rufen. One of our colonies has been lost. Ja, die Kolonie ist verloren. Das ist aber auch nicht schlimm. Wir grillen erstmal den Asteroiden. Und vielleicht werden wir diesmal auch ausplündern. So. Dann machen wir hier Kernschäler bereits rein. Und die Flotte springt rüber. Wir vernichten hier direkt den Asteroiden. Da kriegen wir Metall, Kristall und Iridium. So, und den nächsten hier, den werden wir genauso schälen. Boah, nein. Bleibt hier. So, setzt euch alle hier hin und wartet. Ihr müsst nur warten. Da kommt er. Da kommt er. Mit allem, was er hat. Mit allem. Viel ist es nicht. Und wir werden hier auch nichts übrig lassen. Den werden wir einmal ausplündern. Dreh dich mal bitte, damit du auch direkt angreifen kannst. So. Ich wollte, dass du dich drehst. Your orders shall be fulfilled. Okay. Hier sind ein paar Sachen verschwunden. Enemy forces have arrived. Standing by. Oh. Seid mitten hier rein. Toll. Setzen wir mal einen rauf. Oder zwei. Research finished. So, sehr schön. Ihr werdet einfach nur gefressen. Zack, einmal hier fressen. So muss ich wieder drehen. Falls sie lang genug überleben. Aber ich möchte das hier einmal richtig schön im Bild haben. Da springt immer mehr dazu. Aber was sollen sie auch machen? Die werden ja einfach nur vernichtet. Und jetzt sollte der Sauger angehen und zieht einmal die gesamte Flotte da rein und vernichtet sie. Das ist so mies. So, alle auf ihn, auf das Großkampfschiff. Ja, da bleibt nicht viel übrig. Ja, wie wir sich mit dem anlegen. Das schafft er überhaupt nicht. Okay. Ich denke, das war's hier jetzt. So, du gehst mal hier rein. Und du machst einen Mikrophasensprung hier hin. Und schießt die einfach nur weg. So, wir wollen ja sowieso den Kern nur schälen, von daher ist die Welt auch nicht wichtig. So, alle mal hier rein. Und sobald wir hier die Ressourcen haben, springen wir auf. Und dann werden wir auch Anteros vernichten. Energieladungswelle, da werden wir alles einmal erforschen. Das bringt uns eine Menge Waffenschaden. So. Haben wir. Sehr schön. Dann springen wir jetzt. Nach Anteros. Wir könnten hier natürlich nochmal schnell eine Sternbasis bauen. Und die dann später zum Springen nutzen.
Das werden wir mal machen. So, Sternmassen können wir auch in anderen Gravitationsfeldern, glaube ich, verwenden. Ja gut, das brauchen wir hier nicht. Maulverstärker-Prototyp. Das brauchen wir. Und Phasenverstärker. Freischwung, wo ist der Phasenkanone? Okay, die können wir nicht mehr einbauen. Wir haben schon ein paar zu viele andere Sachen gebaut. Gut, dann brechen wir dich hier einmal ab. Wieder. Enemy forces have arrived. Ja, Mann. Mann. Dann holen wir die Welt jetzt einmal. Kann er schon springen? Nein. Gut, dann müssen wir es machen. Wir bauen nochmal einen Träger. Wir bauen einen Transporter. Einen Zerstörer. Und dann rüsten wir jetzt massiv hier eine zweite Flotte auf. Also so ein paar jedenfalls. Das ist gerade ein kleines Hin und Her. Ich beschleunige das Ganze mal. Wir gehen jetzt hier hin, vernichten die Welt wieder und gehen dann wieder zurück, wo wir die Welt verlieren. Das ist so ein Hin und Her. So, machen wir mal kurz schnell. Titan, du springst einfach wieder zurück und wartest dort, bis hier alles erledigt ist. Die anderen bleiben einfach hier. So. Research finished. Sehr schön. Hier rüsten wir ein bisschen auf und machen hier auch noch ein bisschen mehr und setzen eine Sternbasis hin. Enemy forces have arrived. Enemy forces, ja, schon gut. Hier ist unser Titan. Der schießt ihn einfach. Dann nehmen wir jetzt unser Kolonialisierungsschiff und schicken ihn auch rüber. Sein Titan ist da. So. Ihr bleibt einmal alle hier. Hier bauen wir jetzt ein bisschen Militär aus und eine Reparatur, eine Regenerationsbucht und Raketenplattform. So. Gut, hier kommen jetzt ein paar Schiffe dazu. Mehr Transporter. Level aufgestiegen, sehr schön. Dann nehmen wir nochmal den Schlund. Den haben wir. Also kannst du zurück. Und du springst einfach. So, die Raumstation kriegt hier gleich ein paar nette Sachen. Einmal intelligente Rüstung, aber noch ein paar andere schöne Sachen. Und hier können wir jetzt die Defensivflotte einmal uns gleich holen. Das kaufen wir schon mal. Einmal die unannehmbare Festung. Sobald das hier erledigt ist, möchte ich hiermit nichts mehr zu tun haben. Ich will einfach nur Bastionsmodul. Öffnen wir mal zwei rein. Rüstungspunkte und Höhenpunkte erhöht um je 5000. Was bringt von unser Titan, was er hat? Okay. Rumpf. Bringt eine Menge. Rüster Rumpf bringt 1400 Punkte. Und Rüstung. Aber das hier ist doch nochmal. Bringt 5000 jeweils. Das ist doch mal viel besser. Dann werden wir hier das dritte entfernen. Und dafür das andere Modul reinsetzen, wenn wir das kriegen sollten. Was gerade nicht so aussieht. Setzen wir hier nochmal die Kanonen rauf. Ich beschleunige einmal kurz. Das hier ist gerade ein bisschen unerheblich, was da ist. Und wir haben es bekommen. Sehr schön.
So. Planet lockdown complete. We must hurry. So, dann entfernen wir den Varesta-Rumpf. Wenn wir können. Können wir, glaube ich, gar nicht. Links, links und ziehen zum Entfernen. Okay. Und dafür... Wo haben wir das? Souveräne Rüstung, Rumpfpanzerung, Sternbasis bauen. Wellenkanone, Angriffsschwarm. Oh Mann, wo bist du? Clownverstärker? Ich habe jetzt gelöscht, obwohl wir das Bessere gar nicht haben. Jedenfalls kriegst du das nicht. Okay. Dann gehen wir nochmal Rumpf 3 rein. Okay, alles klar. Haben wir die Welt? Ja. So, ihr geht jetzt alle hier hin. Ausnahmslos. Und wir verbessern noch weiter. So, aber das soll es jetzt von dieser Folge gewesen sein. In der nächsten Folge gehen wir in Angriff. Und wir sehen ja auch schon den Titan, wie er angreifen will. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.